Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können unter Kunden und dann Wolf Inn. Und hier haben wir das Achievement an alle geliebten Schleime. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Die Tiere der schallenden Tiefen sind vielleicht nicht gerade flauschig, aber sie brauchen trotzdem eure /Liebe. Und da haben wir einige drin. Jetzt muss ich mal kurz nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 18. Und die müssen wir jetzt finden in den schallenden Tiefen und /Liebe auf die einsetzen. Ich kann da empfehlen, euch ein Makro zu machen und das dann einfach zu drücken. Ne? Hier einfach /Liebe, dann zieht euch das irgendwo in die Leiste und dann drücken wir das einfach immer, wenn wir so ein Viech finden. Ich habe jetzt schon mal eins mir geholt und zwar Staubkriecherkäfer und der ist hier direkt vor mir. Wir sind hier oben auf den Koordinaten 41, 16 und da ist der erste. Der Staubkriecherkäfer. Und direkt daneben haben wir auch noch Höhlenpartikel. Den können wir theoretisch auch gleich mitnehmen, also auch wieder Liebe drauf. Und dann haben wir zwei. Mir wurde gesagt, es sind nur die normalen Pets. Die Pet-Battle-Pets soll anscheinend nicht funktionieren. Also wenn ihr auf die Liebe macht, das geht anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Dann sind wir ein kleines Stück weitergeflogen. Dort haben wir nämlich die Felsenschnecke. Und jetzt sind wir quasi hier oben auf den Koordinaten 42, 14. Da können wir dann auch einmal Liebe auf die Felsenschnecke machen und haben dann schon mal die dritten. Dann haben wir hier dieses nächste Pet und zwar die Lavaschnecke. Und die befindet sich hier bei den Koordinaten 45, 13. Und auch auf die setzen wir einmal Liebe ein. Am selben Spot, einfach nur ein bisschen über der Schnecke, haben wir dann auch noch den Steinhuscher der Erdwerke. Den können wir auch noch lieben. Und ja, bei den nächsten. Der nächste Spot ist einmal hier auf den Koordinaten 51, 15. Und dort haben wir eine Schlange. Das ist diese hier. Die heißt wirklich nur Schlange tatsächlich. Der nächste Spot befindet sich einmal auf den Koordinaten 54, 30. Also hier bei der Weggabelung. Und dort haben wir den Riesenkriecher. Und den lieben wir auch noch einmal. Dann ein paar Meter weiter haben wir hier unten den Dunkelgrottenhüpfer an diesem Flusslauf dran und zwar auf den Koordinaten 54, 34. Den lieben wir natürlich einmal, da man. Als nächstes sind wir jetzt hier oben an den Koordinaten 62, 30 und da haben wir die Strauchlarve und die können wir jetzt auch noch einmal lieben. Und hier gleich in der Nähe haben wir auch noch ein paar andere Pets. Und zwar, wenn ich jetzt hier in das Lager reinfliege, haben wir hier Lichtflitzer. Also das ist jetzt hier auf den Koordinaten 64, 32. Als nächstes haben wir dann den Schlammling. Und dafür bin ich in eine Höhle rein. Ich gehe nochmal kurz raus, dass ihr seht, wo ich bin. Also, wir haben hier einmal den Höhleneingang bei den Koordinaten 65, 41. Und wenn wir da reingehen, dann sind da mehrere von diesen Schleimpads drin. Und die müssen wir einmal lieben. Also da Schlammling. Und auch hier wieder, wir brauchen halt die normale Version und nicht die Pet-Battle-Version. Ne? Sonst zählt das Ganze nicht. Schauen wir mal, hat es geklappt. Schlammling ist jetzt auch abgehakt. Der nächste Mob ist der Höhlenhüpferli. Und den haben wir, das ist so ein Fisch hier in so einem kleinen Tümpel. Und der ist hier oben auf den Koordinaten 73, 39. Auch mit. Dann haben wir jetzt hier als nächstes den Kieselskarabäus und den haben wir einmal auf den Koordinaten 59, 44, so rum, also hier unten. Dann haben wir hier winziger Sporenbiss und den haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 52, 54. Hier unten in dem Fluss quasi. Auch einmal lieben. Als nächstes sind wir an einem Spot, wo relativ viele wieder sind. Wir haben hier einmal auf den Koordinaten 57, 65 Mooschlicker. Schauen wir mal, ob wir den gleich hier irgendwo finden. Da haben wir es. Nein, da haben wir den Frühlingsmaulwurf. Also den nehmen wir jetzt mal mit. Und dann machen wir mal Tamos.
Wo Schlicker? Der muss da auch irgendwo im Gebüsch sein. Ah, seht ihr, der ist gleich da hinten. Okay. Das ist dann der nächste. Und dann soll hier an dem Becken auch noch Grottenschuppenjunges sein. Schauen wir mal, ob wir das auch noch finden. Da, Grottenschuppenjunges, also ebenfalls in Sichtweite. Und damit haben wir nur noch einen. Und das letzte Pad ist einmal Wurmmasse. Und das haben wir hier unten auf den Koordinaten 60, 92. Und da machen wir auch wieder Lieben drauf. Und dann sind wir auch tatsächlich schon fertig mit dem Erfolg. Haben alle Pets geliebt. Und ja, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.